Herzlich willkommen zu JetzTV. Am 23. März 2024 hatten wir das Vergnügen, den bekannten deutschen Komiker Thorsten Sträter vor seinem Auftritt in der Emsland Arena Lingen bei ausverkaufter Halle interviewen zu dürfen. Zu Fragen über seine Jugend, seine Beginne als Comedian oder auch seine Zeit bei Last One Laughing gab er uns ausgiebige Antworten und sorgte dabei stets für eine lockere und entspannte Interviewatmosphäre. Sträter reagierte erfreut über unser Interview, lobte uns dafür, dass er sich nicht wieder dieselben Fragen anhören musste und betonte dies auch in seiner Show mehrmals. Was genau er uns für Antworten gab, seht ihr jetzt, nur hier bei uns in der Sendung. Viel Spaß! Das Publikum zeigte sich in der ausverkauften Emsland Arena bestens unterhalten. Das neue Programm des gebürtigen Dortmunders traf voll ins Schwarze. Wir trafen den gut gelaunten Komiker vor seinem Auftritt und starteten das Interview mit seiner Jugendzeit. Hallo Thorsten. Hallo Marlina. Wir versuchen in unseren Interviews den Bezug unseres Gastes zu uns Jugendlichen herzustellen. Das funktioniert immer gut, wenn man über die Anfänge des Künstlers spricht, so wie es gelingt, Parallelen zwischen den Lebenswelten aufzubauen. Ja. Du hast eine Ausbildung als Herrenausstatter, warst im Mobilfunkvertrieb und hast in der Spedition deiner Mutter gearbeitet. Oh ja. Wie sah der Übergang vom Job in der Spedition auf die Bühne aus? Gut. Das wäre aber jeder Übergang. Auch der Übergang in die Arbeitslosigkeit von der Spedition wäre gut gewesen. Es war ganz schlimm. Ich habe Herrenschneider gelernt, nicht Herrenausstatter. Also ich habe das Handwerk gelernt, nähen, bügeln. Ich bügel auch gleich wieder was. Und habe so ziemlich jeden Job gemacht, weil ich habe ja kein Abitur. Deswegen möchte ich es euch dringend anraten. Reißt euch zusammen. Es ist für die Ewigkeit, habe ich mir sagen lassen. Und habe deswegen so ziemlich jeden Job gemacht, den ich kriegen konnte. War immer gut im Verkauf. Heute verkaufe ich ja nur noch mich selbst oder meine Ideen. Und dann war ich in der Spedition und das war komplett beschissen. Also wirklich. Meine Mutter, Gott hab sie selig, war eine ganz tolle Frau. Aber der Job war halt scheiße. Und das kam überhaupt nicht entgegen. So. Auch morgens um 5 da schon auflaufen und so, ganz schlimm. Und da als ich dann feststellte, dass man mit dem, was ich mache, das habe ich zuerst gar nicht festgestellt, dass man damit Geld verdienen kann. Aber als ich es dann etwas später oder viel später feststellte, war ich schon glücklich, dass ich nicht mehr in der Spedition sein musste. Wann hast du festgestellt, dass andere Menschen oder Freunde lustig auf dich reagieren? Ja, ich habe einmal die Woche immer noch Zweifel, ehrlich gesagt. Aber diese Selbstzweifel hat man ja sowieso immer. Weil heute frage ich mich auch wieder, bringe ich es heute oder bringe ich es heute nicht? Aber wird schon schief gehen. So läuft das ja im Leben, wird schon schief gehen. Ich war Klassenclown aufgrund meiner schlechten Zensuren. Das muss man beobachten. Die Klassenclowns sind meistens die in der Schule nicht so richtig gut mitkommen. Die kompensieren irgendwas so. Und bei mir war das auch so. Und das war so lange lustig, bis es nicht mehr lustig war. Und dann bin ich halt derjenige, der auf Partys lustige Sprüche macht. Dafür kann man sich aber nichts kaufen. Ansonsten habe ich einen gesunden Humor, aber dass man damit Geld verdienen kann und auf eine große Bühne und so viele Leute kommen, das ist mir auch nicht ganz klar, woran das liegt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wirklich jetzt, ohne Koketterie oder falsche Bescheidenheit, ich finde es eher absurd, dass ein paar tausend Leute kommen für den Quatsch, den ich mache. Wirklich, ich finde es ganz seltsam. Wie sah deine Welt als 15-Jähriger aus? Welche positiven Erinnerungen hast du an diese Zeit? Danke, dass du fragst. Sehr gut. Hat mich noch nie einer gefragt, wie sah meine Welt als 15-Jähriger aus? Ich hatte eine Mofa von Zündapp. Gebraucht gekauft. Das war komplett super. Helmpflicht natürlich, so ein Schädel. Meine erste Lederjacke. Mit den Freunden Mofa fahren, mit Olli und Jörg und so, die es alle noch gibt, das sind alles noch meine Freunde. Jörg und Olli sind genauso alte Knochen wie ich, aber wir sind immer noch befreundet. Wir kennen uns seit 50 Jahren. Und das ist auch lang. 15 war krank. Wir hatten kein Geld. Ich hatte vor allen Dingen überhaupt kein Geld. Meine Eltern hatten auch keins. Und es waren die 80er. Das ist, deine Hose ist schon ziemlich abgespaced, hätte bei den 80ern nur ein mildes Lächeln ausgelöst. Weil ich selber trug rot-schwarze Leoparden-Leggings zu einem rot-schwarz gestreiften T-Shirt. Mein Freund Olli hat immer noch Fotos davon, deswegen bin ich für ihn erpressbar. Und wir hatten die Haare hoch und Seiten wegrasiert und drei Farben, wie du, nur in Wild, obwohl du gut in die 80er passen würdest. Und da haben wir nur... Wir haben gar nicht so viel Scheiße gemacht, ehrlich gesagt. Also wir sind Mofa gefahren. Ich persönlich habe weder geraucht noch getrunken. Damit habe ich jetzt später angefangen, weil ich ein bisschen dumm bin. Sehr viel später, Jahrzehnte später. Und ich war weder Raucher noch Trinker. Ich war nie besoffen als Jugendlicher. Ich empfehle es auch nicht irgendwie.
aber wer bin ich schon, euch das zu sagen? Und fangt nicht mit der Elfbar-Scheiße an, das sage ich euch auch gleich. Das ist noch größeres Gift. Rauch lieber eine Lucky Strike, bevor du dir diese Scheiße in den Hals steckst. Weil das ist ja, als würdest du eine halbe Schachtel rauchen, wenn du damit nicht aufhörst. Davon wirst du wirklich krank. Gefäßkrankheiten, alles. Egal. Und es war wild, es war toll. Ich erinnere mich gern daran zurück. Aber das ganze Ding levelte eher so auf Zelten gehen, beim Kumpel, Eltern, sturmfrei Bude, da alles auseinanderpflücken, rumsitzen, mal ins Kino fahren, immer alles Mofa, 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 Mofa. Weißt du, war im Sommer bis zum Kanal gefahren und hast versucht, da in so einem pottdreckigen Kanal zu schwimmen bei Herne oder ins Freibad. Aber wir hatten fast nie Kohle. Also es war echt schwierig so. Was weißt du über die aktuelle Jugend? Viele Erwachsene haben ein eher negatives Bild von uns, gucken nur aufs Handy, interessieren sich für nichts. Wie sieht dein Bild unserer Jugend aus? Naja, hätte es mir mit 15 Handy gegeben, hätte ich auch nur drauf geguckt, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, was haben wir gemacht? Wir haben Werner-Comics gelesen, das kennt ihr alles nicht mehr, von Brösel. Oder vielleicht kennt ihr das auch doch und das ist nur arrogant von mir. Aber wir haben damals Comics gelesen und die Bravo. Und die Bravo war unser Instagram. Wenn du irgendwas wissen wolltest, egal was. Hast du in die Bravo geguckt, du hattest keinen anderen Abgleich. Und ich verstehe das. Wir alle würden das machen. Stell dir vor, wo wir als Gesellschaft sein könnten, wenn wir damals schon die digitalen Möglichkeiten gehabt hätten. So. Und das wäre wahrscheinlich toll gewesen. Keine Ahnung, wo wir denn jetzt stünden. Ich hätte es auch gerne gehabt, ein Handy. Und grundsätzlich gilt, sobald Menschen meines Alters sagen, pass auf, weißt du, was mit der Generation nicht stimmt? Weißt du, was mit der nicht stimmt? Weißt du, was mit euch allen nicht stimmt? Ich kann euch genau sagen, was mit euch allen nicht stimmt. Nichts. Mit euch ist alles okay. Aber sobald mir klar wird, dass mit euch irgendwas nicht stimmt, ist man alt. Dann wird es Zeit, sich nach Hause zurückzuziehen, mit dem Dackel rauszugehen, ein bisschen Fernsehen zu gucken und so ein bisschen, so weißt du, Parkbank, Tauben füttern. Sobald man in diesen Level reinkommt, zu sagen, ihr nachwachsenden Leute, mit euch stimmt alles nichts, dann hast du den Level erreicht, den deine Großeltern erreicht haben. Nämlich, dass man irgendwie alt ist, das jetzt nicht mehr ganz checkt und deswegen dagegen ist. Ich check's jetzt natürlich noch, weil ich in dieser komischen Branche unterwegs bin und mir jeder alles erklärt. Aber an sich ist ein Zeichen von Älterwerden. Aber ich verstehe das schon, weil mein Sohn ist ja auch 20 und ich bin ein alter Knochen. Ich habe ja mit 50 schon mitgekriegt, wie der mit 15 war, weißt du? Und deswegen verstehe ich das alles. Ich verstehe das alles ganz gut. Und ihr habt genau die gleichen Probleme wie wir. Und plus digitale Vernetzung. Das heißt, ihr habt die gleichen Probleme wie wir und ihr habt die gleichen Möglichkeiten wie wir. Plus ihr habt das große Problem, dass man mittlerweile kann dich jeder im Internet anscheißen, wie er will. Also Cybermobbing, wirklich eine große Armee zu mobilisieren, die gegen dich ist, das ist nur heute möglich. Früher haben wir uns dafür im Schulhof getroffen, gefragt, was Sache ist. Dann hast du immer einen gefunden, der gesagt hat, der hat gesagt und der hat es gesagt. Man kriegt nie eine Gruppe zusammen, die gegen einen ist. Das ist das große Problem momentan beim Internet, dass sich alle kaputt machen, kleinreden können, weil sie alle anonym sind und so. Das ist halt schade. Ansonsten seid ihr, ich verstehe, was ihr vorhabt. Das Gleiche wie wir. Thorsten Sträter zog das Publikum in seinen Bann. Auch viele jüngere Fans konnte der Dortmunder in die Emsland-Arena locken. Viele Jugendliche kennen Sträter durch seinen Gewinn bei der populären Show Last One Laughing. Da wollten wir natürlich wissen, wer Thorsten in seiner Jugend zum Lachen gebracht hat. Es war in meiner Jugend war es Otto und es ist immer noch Otto. In meiner Jugend war es Heinz Erhardt, ein großer Lyriker und Dichter und Humorist, den ihr jetzt vielleicht nicht mehr kennt. Ich weiß nicht, warum ich das mal dabei sage. Es klingt so opermäßig, wenn ich sage, aber den kennt ihr nicht mehr. Ich kenne ihn auch. So, Kenneth kennt ihn auch. Und Heinz Erhardt, dann habe ich früher gelacht als Jugendlicher über die ganzen Terence Hill, Bud Spencer Filme. Das war halt puppenlustig, unreflektierte Gewalt, wir haben es geliebt. Und man hat gelacht über die üblichen blöden Witze, über Werner-Comics, dann über die Otto-Filme. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten über alles gelacht. So. Und das ging mir also die ganze Zeit schon so. Welche Anstrengungen stecken eigentlich dahinter, wenn man bei Last One Laughing sitzt? Alles ist mega verkrampft. Es ist mega verkrampft. Die ersten 5 Minuten bist du total locker, weil alle sagen, hui, da ist er ja. Und du denkst dir, hui, dann räumst du deine Sachen in den komischen Spind und denkst dir, hui, erstmal einen Kaffee machen. Dann kommt Bulli raus, erklärt die Regeln und denkst dir, ja, ja, sicher, das habe ich bei der Probe schon gesehen, leck Arsch. Und dann machen die plötzlich dieses Ding an, dieses Mäp, 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 mit so einem roten Licht.
Und dann machst du den Klops in die Hose, weil du ab da nicht mehr lachen darfst. Und das, du willst ja lachen. Wenn dir nach Weinen zumute ist, musst du weinen. Das kannst du ganz schwer unterdrücken, das weißt du ja. Ne, die Augen füllen sich mit Tränen, dann musst du weinen. Mit Lachen, genau das gleiche Ding leider. Und das kannst du nicht einfach durch einen Ton unterbinden. Und deswegen, also ich zumindest habe mich verkrampft wie Sau. In der ersten Staffel, glaube ich, war Barbara Schöneberger die erste. War das Barbara Schöneberger? Irgendwer? Und die hat aber auch wirklich, das, für sie hat sich die Anreise jetzt nicht zwingend gelohnt, weil die war nach 10 Minuten oder so raus. Und die einen können es, die anderen können es nicht. Ich habe mich maximal verkrampft. Ich war danach 3 Tage sowas Ähnliches wie krank. Weil du hast Angst. Du verspürst immer so eine leichte Angst. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Genau das Gegenteil von dem, was Lachen erzeugen soll. Nämlich du freust dich, das wird jetzt lustig, juhu, denkst du dir, Kacke, was kommt jetzt? Wieder hat irgendein Idiot auf den Gong gehauen. Es ist eigentlich schlimm. Das macht aber den Spaß aus, wenn man es guckt. Ich habe dieses Jahr noch nicht so gelacht, wie als ich die beiden Folgen jetzt gesehen habe bei der Vorpremiere, weil du dann endlich mal lachen darfst. Es ist wirklich komplett stumpfsinnig, die neue Staffel. Komplett. Thorsten trug sein neues Programm souverän, locker und witzig auf der Bühne vor. Knapp 3 Stunden wechselte der Komiker sicher von einem Thema zum nächsten und auch spontane Einwürfe aus dem Publikum baute er immer wieder gekonnt ein. Welche Arbeit hinter so einem Programm steckt, kann man nur erahnen. Der Anteil des Texteschreibens an einem typischen Thorsten-Sträter-Tag ist sicherlich hoch. Der Anteil des Texteschreibens liegt bei null. Weil ich stehe auf. Meinst du jetzt so einen Arbeitstag oder so? Oder so ein genereller Tag? So ein typischer Tag. Mein typischer Tag sieht aus wie dein typischer Tag, nur dass ich später aufstehe, ganz ehrlich. Ne, ich stehe später auf und wenn ich dann zum Beispiel Arbeit habe, dann fange ich mal langsam an, Sachen zu bügeln oder zusammenzupacken. Und dann werde ich abgeholt in aller Regel vom Fahrer und dann galoppiere ich vom Hof. Und dann komme ich hier an, also ein bisschen so, ich war eine Stunde vor euch da und mache einen Soundcheck, hänge meine Sachen hier hin, stelle fest, viel zu viel eingepackt wieder für 2 Tage Tour. Völlig unsinnig. Aber ich habe lieber ein paar Teile mehr dabei, sonst bin ich unsicher. Ich bin schnell mal unsicher und denke mir, fuck, ich habe nur ein T-Shirt und das ist zu kurz, man kann meine Plauze sehen. Und dann trete ich auf, daran habe ich am meisten Spaß. Und danach gehe ich zum Büchertisch und dann fahre ich wieder zurück und dann liege ich morgens um 2 in der Falle. Oder ich gehe ins Hotel, wenn es zu weit weg ist von zu Hause. Aber mein Tag sieht so aus, ich esse das Gleiche wie ihr. Ich muss sagen, ich kaufe wahrscheinlich Klamotten im gleichen Preissegment wie ihr. Meistens, wenn ich keinen totalen Ausraster kriege und Schuhe von Alexander McQueen brauche, der einen komplett ausraubt. Und ich esse das Gleiche wie ihr, an den gleichen Stellen wie ihr wahrscheinlich. Ich gehe ebenso zu Subway und McDoof, was ich lassen sollte in meinem Alter. Aber ich mache es halt einfach und mache den gleichen Kram. Ich denke mir, komm, gehst mal eine Minute auf TikTok und wenn ich das zumache, sind 1,5 Stunden rum. Ich kann es nicht ändern. TikTok ist ein neuronales Gift. Also ich bin auch 2 Stunden drauf und denke mir, ach guck, die ganze Kacke. Gerade Dr. Emkus, dieser komische Ossi-Koch, der immer nur Scheiße kocht, der leckere Sachen kocht, aber das ist unheimlich dumm kommentiert. Ich gucke das alles stundenlang. Und das ist das, oder ich gucke einen Film auf dem iPad während der Fahrt oder so. Ich mach nichts Vernünftiges mehr. Ich trete abends auf und tagsüber benehme ich mich wieder wie ein 15-Jähriger. Ich bin ja erwachsen, also ich habe die Interessen eines 18-Jährigen mit den Möglichkeiten eines wohlhabenden End-50ers. Also ich kann jetzt eine ganze Staffel auf Netflix gucken an einem Tag, wenn ich da Bock drauf habe. Ja. Und kann essen, wann ich will und so, das ist schon nett. Ich habe ausreichend Geld. Mir fehlt es halt so ein bisschen manchmal in der geistigen Reife da auch zu sagen, jetzt ist mal gut, es wird zeitig ins Bett gegangen, es wird weniger geraucht, weißt du? Weil ich habe so keine natürlichen Feinde mehr, das ist auch gefährlich. Es kommt kein Chef und sagt, das können Sie so nicht machen. Es ist ein bisschen, ich bin schon wieder 15, weil ich keine Reglementierung mehr habe. Was irgendwie gut, außer vom Finanzamt, aber das kommt bestimmt als nächste Frage. Wie schwer ist es eigentlich, nicht über seine eigenen Witze auf der Bühne zu lachen? Hier und da sieht man ja schon, dass es dir schwerfällt. Ja, es fällt mir ab und zu schwer, gerade bei neueren Gags, wenn ich feststelle, dass die funktionieren. Ich schreibe gerade was, schmeiß weg, genau. Das. Ich schreibe gerade was darüber, dass ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn man erwachsen ist.
Also woran erkennt man, dass man erwachsen ist? Und ich glaube, man erkennt daran, dass man erwachsen ist, ist mir als Erkenntnis gekommen, beziehungsweise gekommen worden, dass du dann im Restaurant keinen Nachtisch mehr bestellst, sondern so eine Käseplatte. Das ist so typisch erwachsen, weißt du? Dass du nicht sagst, ich nehme den Pudding mit der Karamellsoße, sondern so 9 verschiedene Käsesorten, weißt du? Und du frisst zum Schluss noch mal Käse. Das ist so typisch erwachsen. Wollen Sie noch Käse? Wollen Sie noch einen Espresso? Das ist so typisch. Du hast die ganze Zeit schon gegessen und dann kriegst du noch mal so einen Pfund Käse. Warum? Das ist erwachsen und sowas interessiert mich halt. Woran erkenne ich, dass ich erwachsen bin? Weißt du? Und das ist, und da, wenn ich das fertig habe, ich bin gerade dabei, Käsesorten, so völlig absurde Käsesorten mir auszudenken, um die aufzuzählen, da habe ich schon Spaß dran, wenn das später funktioniert. Aber das mache ich meistens auch am Handy, da sitze ich gar nicht zum Schreiben. Schreiben, um dann eine andere Frage zu beantworten, tue ich eigentlich nur, wenn ich es brauche. Ich habe jetzt nicht den inneren Zwang, von morgens bis abends zu schreiben. Wenn ich eine gute Idee habe, schreibe ich die auf oder quatsche die ins Handy. Ansonsten schreibe ich, wenn ich zu einer Sendung muss. Ich möchte in jeder Fernsehsendung frisches Material haben. Ich habe bald zu viele Kollegen, Kolleginnen, die kommen immer mit der gleichen Nummer. Das ist völlig in Ordnung und auch cool, aber ich will immer mit was Frischem kommen, was noch keiner kennt. Dafür ist Fernsehen und Internet und YouTube ja gedacht so. Und das mache ich dann, wenn es soweit ist, weil ich schreibe schnell. Ich kann am Tag vorher was schreiben. Es herrschte eine tolle Chemie zwischen dem Publikum und dem Komiker Sträter. Thorsten musste während des Programms immer wieder mit spontanen Lachflashes kämpfen, die Stimmung im Publikum weiter anheizte. Wir wollten natürlich wissen, wie sehr ihn das Touren und die Auftritte im Fernsehen menschlich bereichern, was er davon mitnimmt und ob sich daraus viele Freundschaften ergeben. Boah, das sind 3 ausgesprochen gute Fragen. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Die Auftritte, also die Touren, bereichern mich sehr. Und zwar bereichern sie mich menschlich als auch finanziell. Ja, also bereichern ist auch gut. Ich bereiche mich ganz massiv an Auftritten, das muss ich echt sagen, finanziell. Und ich bereichere mich aber auch daran, das macht am meisten Spaß von allen Sachen. Mir macht auch Schreiben Spaß, weil einem dabei keiner auf die Zwiebel geht und keiner dich korrigiert. Aber das Auftreten macht am meisten Spaß. Man muss sein Ego halt im Griff haben, weißt du? Sonst denkst du nach 10 geglückten Auftritten, du wärst der Geilste. Und das passiert schnell. Das Ego wird immer dein Feind sein. Und ich versuche es echt runterzudrücken, wirklich. Dass ich nicht denke, ich bin ein Comedy-Star, weil ich das nicht bin. Das ist Jerry Lewis war ein Comedy-Star. Weißt du, es gibt berühmte, ikonische Leute, die Comedy-Stars waren. Wir sind Komiker, die meisten von uns, oder Komikerinnen. Und ich bereichere mich schon daran, ich schöpfe daraus viel Selbstbewusstsein. Und trotzdem, wenn ich eine schlechte Kritik über mich lese, trifft mich das. Da darf ich natürlich keinem sagen. Ich kann jetzt keinem sagen, ihre Kritik, da hatte ich einen halben Tag schlechte Laune von, aber es ist trotzdem so. Ich wünschte, ich könnte auch behaupten, dass mir egal ist, was jeder von mir denkt, aber es stimmt halt auch nicht so. Und Auftritte sind das Beste, finanziell das Beste, um das mal zu erzählen, weil es hier nie einer erzählt. Und vom Gefühl her das Beste. Danach kommt Fernsehen. Fernsehen ist halt das Problem, dass wir, ich meine, wir reden jetzt so eine Viertelstunde. Das ist lang. Vielleicht reden wir noch 5, 6, 7 Minuten. Dann haben wir so 20 Minuten oder so. So. Wenn ich im Fernsehen nur 5 Minuten machen will, dann sagen die, pass auf, die Nummer darf nicht länger sein als 5 Minuten. Dann reiche ich die ein, eine Woche vorher. Oder wie die Leute mich kennen, einen Tag vorher reiche ich die Nummer beim Fernsehen ein. Um 19 Uhr ist mein Auftritt in der Fernsehsendung. Da bin ich aber um 13 Uhr schon da. Um 13 Uhr bin ich da. Dann gebe ich meine Sachen ab zum Bügeln. Dann gehe ich in die Maske und werde geschminkt. Dann gibt es einen Kaffee, dann kommen die anderen Kollegen. Dann gibt es eine erste Probe, dann gibt es eine zweite Probe. Dann werde ich nochmal nachgeschminkt. Dann gibt es eine Redaktionsbesprechung, dann fängt die Sendung an. Die Sendung hat ein Warm-up, das heißt, ich habe schon mal 7 Stunden nichts gemacht, bis es überhaupt losgeht. Für 5 Minuten. Das ist halt ein bisschen frustrierend. Aber diese 5 Minuten sehen vielleicht 1,5 Millionen Leute. Da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Die sehen also 20 Mal mehr Leute, als würdest du jetzt live auftreten gehen. Trotzdem macht Live-Auftreten mehr Spaß. Und das ist halt so, dass. Und haben sich Freundschaften entwickelt? Geil, oder? Wie ich den dritten Teil auch behalten habe. Und haben sich Freundschaften entwickelt? Ja, es haben sich Freundschaften entwickelt. Es gibt so ein paar Leute, die so sind wie ich.
die es nicht so ganz ernst nehmen und die recht umgänglich sind, dafür halte ich mich ja auch, und die auch sagen, ja, wir kochen halt alle nur mit Wasser. Wir sind jetzt nicht die Wahnsinns-Riesenkünstler, aber wir gucken, dass wir über die Runden kommen und dass wir es gut hinkriegen. Und da kenne ich ein paar von. Gute Menschen, von denen ich sagen kann, die arbeiten in dieser bekloppten Branche, aber ich bin echt mit denen befreundet. Ist schön. Was würdest du heute machen, wenn du diese seltene Gabe, andere zum Lachen bringen, nicht hättest? Boah, was ist das für eine fiese Frage? Erstmal, es ist keine seltene Gabe. Du kannst das auch. Wenn wir uns hinsetzen und eine Nummer schreiben und du die übst, kannst du das auch, glaube ich schon. Es gibt ja, ne? Es ist keine so seltene Gabe. Ich glaube, dass wir sind zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir sind zu siebend und ich sage, es sind zwei brauchbare Komiker hier im Raum, wo du das machen kannst die haben Talent dazu, die verstehen, wie Humor funktioniert, und wenn die schreiben, können die das schaffen. Das glaube ich. Das ist eine Gabe. Oder, naja, das ist eine Gabe. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Gabe. Vielleicht braucht man einfach nur die Chance. Weißt du, weil wenn ich dir sage, pass mal auf, ich gebe dir 4 Wochen, eine richtig tolle Humornummer zu schreiben, und ein paar Leute helfen dir dabei, wie das geht, und dann hast du einen großen Auftritt, dann klappt das auch. Aber gehen wir davon aus, eine seltene Gabe oder eine Gabe. Wenn ich die nicht hätte, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin ja auch so ein Depressionskandidat gewesen. Ne? Ich erwarte ja stündlich, dass ich mal wieder so einen Depressionsschub kriege, aber war schon ein paar Jahre nichts. Bin ganz fröhlich. Dann wäre ich vielleicht tot, verstehst du? Weil die Sache mit Humor zu sehen, ist schon so ein... Es geht gar nicht um den Humor zu haben, mit dem Humor Geld zu verdienen, die tollste Bockwurst auf dem Gelände zu sein und der lustigste. Es geht darum, Dinge mit einem gewissen Humor zu betrachten. Denn Dinge mit Humor zu betrachten, heißt auch immer, Dinge mit einer gewissen Distanz zu betrachten. Humor ist oft hilfreich. Also, ne, ich finde so ambitioniert, es gibt Kollegen, die sagen, Humor heilt. Das stimmt nicht. Ja, wirst du sehen bei einer Schnittwunde. Aber Humor hilft, besser klarzukommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Humor hilft, schlimme Dinge weniger ernst zu nehmen. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist, als wenn ich dir sagen würde, stell dir vor, du würdest Persisch reden. Wie würde sich dein Umfeld verändern? Ja, keine Sorge, würde ich hier verstehen. Aber außer er spricht auch Persisch. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht wäre ich nicht mehr da. Vielleicht, also wir würden faktisch dieses Gespräch nicht führen. Von daher ist es eine komische Frage. Es ist so eine Frage, die hätte Christopher Nolan schreiben sollen. Wenn du mir eine Frage stellst, die besagt, dass ich keinen Humor habe, gibt es keinen Grund für dieses Gespräch. Weil du willst mich nicht kennen. Ich zweifle offen gestanden daran, dass du mich kennst, Marlina. Melina. Nein. Marlina. War richtig. Marlina, ich dödel. Und das ist eine komische Frage, fast philosophisch, kann man nicht richtig gut beantworten. Okay, dann halt nicht. Pass auch. Okay. Woran arbeitest du zurzeit und worauf kann man sich in der nächsten Zeit von dir freuen? Man kann sich in nächster Zeit darauf freuen, dass ich ein bisschen weniger Fernsehen mache, weil ich finde, ich war da ein bisschen überpräsent. Ich schreibe halt immer, ne? Ich schreibe und schreibe und schreibe, wenn ich kann, wenn ich was brauche. Aber freuen, weiß nichts, jetzt kommt erstmal die neue Staffel LOL. Das ist ja auch immer so komisch, wenn ich was im Fernsehen mache, dann kommt das 4 Wochen später oft. Ja? Und dann quatschen die Leute an und sagen, war lustig gestern. Ich denke mir, was denn, ich war zu Hause, Alter. So, ich kriege das ja gar nicht mit. Das folgt mir ja so zeitversetzt, diese ganzen Sachen. Ne? Und auch Last One Laughing, das ist ja schon ein bisschen was her, das wir da aufgezeichnet haben, was jetzt an Ostern kommt. Und dann habe ich da kein Gefühl mehr für. Und ich habe keine Ahnung so. Ich müsste selber mal in die Programmzeitschrift oder ins Internet gucken, was als nächstes von mir kommt. Aber Tatsache ist, solange wie ich gesund bin, und solange auch die bei Weekday Hosen in meiner Größe haben, hört ihr die Musik auch oder nicht einen Schlaganfall? Ihr hört die Musik auch, ne? Ist das die Vorgruppe? Ich hoffe nicht. Aber solange, wie gesagt, mir bei Weekday noch Hosen passen und ich noch eine Mütze finde und mir noch was einfällt, gehe ich auf die Bühne, bis es mich aus der Hose haut. Und das ist alles so. Man darf auch nicht immer... Irgendwann ist immer alles vorbei, ne?
Und deswegen, wenn du mich fragst, ob ich lieber super, super bekannt bin und erfolgreich und viel Geld habe oder lieber Nummer 15, müsste ich drüber nachdenken. Eine Runde Mofa fahren wäre schon noch schön. Ab und zu mal. Beantworte ich dir beim nächsten Mal. Überlege ich mir noch. Ja, dann vielen Dank. Danke. Und viel Erfolg weiterhin. Marlina, ich danke dir. Ja. Wir und das emsländische Publikum bedanken uns bei Thorsten Sträter für den tollen Abend und würden uns sehr freuen, ihn bald wieder in der Emsland Arena begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, euch hat das Interview genauso gefallen, wie es uns gefallen hat, mit Thorsten Sträter zu sprechen und während der Show im Publikum sitzen zu dürfen. Sträters neue Tour mit Namen Mach mal das große Licht an konnte mit vielen guten Witzen und spannenden Anekdoten das Publikum begeistern. Seine Tour setzt der 57-Jährige noch bis zum 11. Dezember 2025 fort. Werdet ihr sie noch besuchen? Wir empfehlen sie euch auf jeden Fall weiter. Bis zum nächsten Mal, eure JUCV-Redaktion.